بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wir wissen, leben wir in einer Zeit, wo der Islam immer wieder angegriffen wird. Und für uns als Muslime ist es Pflicht, dann den Islam zu verteidigen, damit wir den Menschen, die sich für den Islam interessieren, dadurch den Weg öffnen, die Wahrheit zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Früher wurde der Prophet teilweise mit dem Schwert verteidigt. Heute können wir mit unserer Zunge den Propheten Mohammed a.s. verteidigen, indem wir seine Sunna verteidigen. Und Yahya bin Ma'in sagt, Adhibbu an sunnati khayru min al-jihad fi sabilillah. Und indem wir den Koran verteidigen, verteidigen wir diese Religion. Und den Missionaren, wenn ihnen die Luft ausgeht, dann versuchen sie es mit einem ganz besonderen Argument. Dann behaupten sie, im Koran gäbe es grammatikalische Fehler. Zunächst einmal eine Grundregel. Wenn man behauptet, in einer Schrift gäbe es einen grammatikalischen Fehler, insbesondere in einer Schrift, die 1400 Jahre alt ist, wen muss man dann fragen, ob dort ein grammatikalischer Fehler vorkommt? Dann muss man die Leute fragen, die diese Sprache sprechen und insbesondere die diese Sprache damals gesprochen haben. Wenn heutzutage eine antike Sprache analysiert wird, untersucht wird, beobachtet wird von Wissenschaftlern, dann schauen sie immer nach Texten aus dieser Zeit, die noch erhalten geblieben sind. Anhand dieser Texte analysieren sie die Sprache und definieren oder determinieren, was richtig und was falsch, definieren, was richtig und was falsch ist für die an dieser Sprache. Das heißt, wenn wir einen Text haben, einen alten arabischen Text, und der Koran ist der größte zusammenhängende arabische Text, der bis heute erhalten geblieben ist, in allen, so gut wie allen Teilen der arabischen Welt. Wenn wir diesen Text haben und haben eine große Masse von Leuten, die diesen Text akzeptiert und angenommen haben, dann zeigt uns das, erstens, dass der Koran der Maßstab ist für die arabische Sprache. Genau wie bei anderen antiken Sprachen beispielsweise, die man beobachtet. Der Maßstab für diese Sprache sind diejenigen, die diese Sprache gesprochen haben. Ich kann beispielsweise nicht hingehen, ein Engländer kann nicht kommen und sagen, ja, ihr Deutschen, eure Sprache ist falsch, ihr sagt ja das Mädchen. Das muss aber die Mädchen heißen. Ja, sondern wir müssen die Deutschen fragen, wie sie diese Sprache verstehen und wie sie diese Sprache sprechen. Dann muss man gucken, wie die Deutschen diese Sprache heute sprechen, denn eine Sprache entwickelt sich. Und ich gebe dieses Beispiel mal an der deutschen Sprache. Ja, zum Beispiel das Wort Dirne. Ja, Dirne, das heißt heute Prostituierte. Das ist aber ursprünglich bedeutet das Mädchen. Früher heißt das Mädchen, aber heute heißt Dirne Prostituierte. Wenn man sagt, du Dirne, dann versteht man das als ein Schimpfwort. Ja, aber das ist ursprünglich, heißt das Mädchen bzw. Jungfrau. Ja, wenn man heute jemanden Memme nennt, du Memme, dann meint man damit einen Feigling. Aber was ist damit ursprünglich gemeint? Mit Memme ist ursprünglich die Mutterbrust gemeint. Das heißt, die Sprache entwickelt sich und in der deutschen Sprache ist es sehr intensiv. Es gab zuerst nach dem 6. Jahrhundert das Althochdeutsch. Ja? Und in dieser Sprache wurde zum Beispiel Danke Thankrian genannt. Dann Lufit hieß läuft, Lufit. Kaisure, Kaisure ist was? Kaiser. Ja, und diese Sprache, wenn man die heute hört, Althochdeutsch, versteht man kein Wort mehr. Ja? Und die ist noch nicht mal so alt wie der Text im Koran. Das muss man natürlich auch dabei zugeben, dass natürlich durch diese Koranwissenschaft diese arabische Sprache erhalten geblieben ist. Aber trotz alledem, das als allgemeine Regel. Dann kam im 12. bis 14. Jahrhundert das Mittelhochdeutsch, ja, dass man
aber immer noch mit einigen verstehen kann, aber es ist nicht ganz so einfach, ja. So, das wird zum Beispiel gesagt, Meere. Meere ist Erzählung oder Blut, das ist Blut, ja. Dann kam es vom Frühneudeutschen, und das ist dann auch die Luther-Übersetzung von der Bibel. Ich lese mal kurz was vor aus der Luther-Übersetzung. Da sagt er, darum, darum. Darum sage uns, nicht darum, sondern darum. Können wir jetzt sagen, oh, Luther hat sich vertan, das war falsch, was Luther gesagt hat. Der hat ja darum geschrieben, anstatt darum, der hat ja ein B am Ende geschrieben, der hat sich also verschrieben. Dann gibt es ja in der Bibel Fehler. Ist totaler Quatsch, weil so wurde damals gesprochen. Dann weiter. Was dünkt dich, ist's recht, dass man dem Kaiser Zinse gebe oder nicht? Ja, oder hier wird geschrieben, da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie sie jetzt ihn, was war ihn damals, Yin, JN, wie sie ihn fingen in seiner Rede, wie sie ihn fingen in seiner Rede und sandten sie zu Yim, ihre Jünger, zu einem jüngeren Jünger, ja, Yim, ihre. JM, Yim, JRE. Yim, JM und dann nächste Woche JRE. Yim, ihre Jünger. Ja, sagen wir jetzt, oh, Luther hat ja falsch geschrieben, weil das ist ja falsch heutzutage. Dann hier, samt Herodes Diener und sprachen Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Mit Doppel-F, ja. Wäre heute auch falsch an. Und lehrest den Weg Gottes recht. Und du fragest nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was dünkt dich, ist's recht, dass man dem Kaiser Zinse gebe? Kaiser mit EI. Sagen wir jetzt, das ist ein Fehler. Nein, wir müssen die Sprache an dieser Sprache messen, die diese Leute geschrieben haben. Jetzt werden wir sagen, wenn wir Luther lesen, werden wir sagen, aha, so wurde damals geschrieben. So wurde damals Deutsch benutzt. Keiner kommt auf die Idee und sagt, oh, der Luther war ja völlig bekloppt. Puh, guck mal, wie der geschrieben hat. Sondern wir sagen jetzt, aha, die Sprache war also damals so, weil wir einen alten Text finden, der von Menschen akzeptiert wurde, ja, der zur damaligen Zeit geschrieben wurde, der so, und dieser Text ist so geschrieben. Wenn wir also jetzt einen Text in Arabisch finden, vor 1400 Jahren, wo etwas vorkommt, was sich zu der normalen, oder sagen wir mal, den normalen Regeln vielleicht widerspricht, oder im Gegensatz, obwohl das eigentlich nicht so ist, aber da kommen wir gleich drauf, von heute, werden wir dann sagen, oh, dieser arabische Text ist falsch? Nein, wir werden genau wie bei Luther sagen, aha, das heißt also, dass diese Menschen damals so gesprochen haben. Das heißt, es gibt ungefähr 20 Stellen, mit denen diese Leute kommen im Koran, wo sie behaupten, dort gäbe es angeblich grammatikalische Widersprüche. Meistens ist das bei Wörtern, die nach Zahlen kommen. Ja? Weil heutzutage hat man diese Regel, dass man immer sagt, ja? Weil es gibt auch zwei Grammatikschulen, die sich durchgesetzt haben, die heute eigentlich gelehrt werden. Das ist die Basra-Grammatikschule und die Kufa-Grammatikschule. Ja, aber es gab noch andere Dialekte, beziehungsweise in anderen Gebieten, wo Arabisch gesprochen wurde, wo es vielleicht kleine Abweichungen gab. So, und hier ist es so, dass wenn man zum Beispiel ein Wort hat, wenn man eine Zahl hat von 1 bis 10, und dann kommt ein Wort, ja, also wir sagen zum Beispiel 10 Männer, dann wird dieses Männer, dieses Wort, in die Pluralform gesetzt. Das heißt, in die Pluralform. Wenn man aber von 11 bis 99 dann zählt, man sagt zum Beispiel 55 Männer. Ja, im Deutschen ist es sowieso die Pluralform. Im Arabischen sagt man 55 Mann. 55 Mann, nicht oder 55 Frau, nicht 55 Frauen. Man sagt zum Beispiel 5 Frauen, das heißt die Pluralform. Ja, Khamsa Nisa, 5 Frauen. Aber man sagt zum Beispiel Khamsin Imra. Ja? Das ist Imra ist die Singularform, die Einzahl von Frau. Ja? So, dann ab 100 geht es dann auch weiter. Ich will jetzt keinen Arabischkurs hier belegen, nur als Beispiel. So.
Das wird meistens benutzt, dass sie sagen, aha, mit diesen Zahlen, mit dieser Regel, das ist im Koran verkehrt, wird doch gesagt. Zum Beispiel in Suratul Kahf, dort steht beispielsweise in einer Stelle, ja, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Sie haben in der Höhle waren sie was? 300 Jahre. So normalerweise heute in